Uwe von Expert Yourself. Heute habe ich für dich ein Thema, was ich jetzt immer wieder gehört habe, was offensichtlich interessiert. Hier geht es heute mal, obwohl ich vor diesem schönen Auto sitze, um die Frage eines Rechtstipps. Wenn du das Auto kaufst, dann musst du natürlich vorher den besichtigen und dann musst du Verhandlungen führen. Und bei diesen Verhandlungen wird der Verkäufer sicherlich eine ganze Menge erzählen. Aber viel wichtiger ist es noch, dass du dir schon die Kaufanzeige ausdruckst. Denn in den Kaufanzeigen, da wird der Verkäufer sein Auto meistens so ein bisschen über den glühenden Klee bewerben. Und die Aussagen, die er in dieser Verkaufsanzeige macht, das sind zugesicherte Eigenschaften, die, wenn sie dann hinterher dann doch nicht da sind, die fehlen, die dich zur Gewährleistung berechtigen. Was das ist, sage ich dir gleich. Die weiteren zugesicherten Eigenschaften macht der Verkäufer möglicherweise während der Besichtigung. Darum ist es gut, da einen Zeugen dabei zu haben. Und wenn du all die Zusicherungen, die dir der Verkäufer gemacht hast, hinterher zusammennimmst, dann weißt du, welche Beschaffenheit dein Auto haben soll. Hat er die nicht, dann kommen wir zur Gewährleistung. Gewährleistung heißt nur, dass der Verkäufer entweder diese zugesicherten Eigenschaften herstellen muss, also zum Beispiel die Bremse überholen muss, die doch nicht so gut war, wie er es gesagt hat, oder, wenn es ganz schlimm kommt, den Wagen zurücknehmen muss. Du musst das aber beweisen, dass er das versichert hat, und darum genau dieser Tipp. Nimm einen Freund zu der Besichtigung mit, druck dir die Anzeige, bevor du sie hast, also bevor du zur Versicherung gehst, aus und behalte sie hinterher. Dann hast du genau das Rüstzeug, was du brauchst, falls es denn doch zu diesem Gewährleistungsfall kommen soll. Wir wünschen dir von Expert Yourself natürlich, dass alles gut geht beim Kauf und du mit deinem neuen Oldtimer in den Sonnenuntergang fährst. Uwe von Expert Yourself und bis bald.